wer du wirklich bist. Erkenne dich selbst. Diese Worte sind über dem Eingang zum Apollo-Tempel in Delphi eingemeißelt, dem Sitz des heiligen Orakels. Im alten Griechenland suchten die Leute das Orakel auf, um herauszufinden, welches Schicksal sie erwartete oder wie sie sich in einer bestimmten Situation verhalten sollten. Es ist anzunehmen, dass die meisten Besucher die Worte bei ihrem Eintritt in den Tempel lasen, ohne sich bewusst zu sein, dass sie eine viel tiefere Wahrheit enthielten als alles, was ihnen das Orakel sagen konnte. Wahrscheinlich war ihnen ebenso wenig klar, dass ihnen, mochten die empfangenen Informationen auch noch so richtig und die Offenbarungen noch so großartig sein, dass letztlich nichts nützen würde, dass ihnen kein Unglück und kein selbsterzeugtes Leid erspart bleiben würde, wenn sie der Wahrheit dieser Aufforderung nicht auf den Grund gingen. Erkenne dich selbst. Das heißt, bevor du weitere Fragen stellst, stelle dir zuerst einmal die grundlegendste Frage deines Lebens. Wer bin ich? Unbewusste Menschen, und viele bleiben ihr Leben lang unbewusst, das heißt in ihrem Ego gefangen, erzählen dir schnell, wer sie sind, indem sie dir Namen, Beruf, ihre persönliche Geschichte, ihr körperliches Befinden und noch vieles mehr offenbaren, womit sie sich identifizieren. Andere Menschen machen den Eindruck, höher entwickelt zu sein, weil sie an eine unsterbliche Seele oder den göttlichen Geist in sich glauben. Aber kennen sie sich wirklich selbst? Oder haben sie dem Inhalt ihres Denkapparates bloß noch ein paar spirituell klingende Ideen hinzugefügt? Sich selbst zu erkennen geht viel tiefer, als sich nur ein paar Ideen oder Überzeugungen zu eigen zu machen. Spirituelle Konzepte oder Überzeugungen sind bestenfalls als Wegweiser hilfreich, haben aber kaum je die Macht, an deinen festen Vorstellungen davon zu rütteln, wer du zu sein glaubst, denn die gehören zur Konditionierung des menschlichen Geistes. Dich selbst im tiefsten Innern zu erkennen, hat nichts mit irgendwelchen Ideen zu tun, die dir durch den Kopf schwirren mögen. Die Selbsterkenntnis muss im Sein wurzeln, statt sich im Denken zu verirren. Dein Gefühl davon, wer du bist, bestimmt das, was du für deine Bedürfnisse hältst und was für dich im Leben zählt. Und alles, was für dich zählt, hat auch die Macht, dich zu beunruhigen und aus der Fassung zu bringen. Dies kannst du als Kriterium nehmen, um herauszufinden, wie gut du dich wirklich kennst. Was für dich Bedeutung hat, ist nicht unbedingt das, was du sagst oder glaubst, sondern was dein Handeln und deine Reaktionen dir als relevant und wichtig vermitteln. Du wirst dir also vielleicht die Frage stellen wollen, was beunruhigt mich und bringt mich aus der Fassung? Wenn Kleinigkeiten die Macht haben, dich aus der Fassung zu bringen, dann bist du, der oder die du zu sein glaubst, auch genauso klein. Das ist dann deine unbewusste Überzeugung. Was sind Kleinigkeiten? Letztlich alles, denn alle Dinge sind vergänglich. Nun könntest du sagen, ich weiß, dass ich eine unsterbliche Seele habe. Oder ich bin diese verrückte Welt leid und wünsche mir nur noch Frieden. Bis das Telefon klingelt. Schlechte Nachrichten. Die Börsenkurse sind eingebrochen. Aus dem Geschäft wird womöglich nichts. Dein Auto ist gestohlen worden. Die Schwiegermutter ist angekommen. Die Reise fällt aus, weil der Vertrag geplatzt ist. Dein Partner, deine Partnerin, hat dich verlassen. Es wird mehr Geld verlangt. Es wird behauptet, alles sei deine Schuld. Plötzlich überkommt dich eine Welle der Beunruhigung, dann Ärger. Deine Stimme klingt scharf, wenn du sagst, jetzt reicht's. Und dann machst du Schuldzuweisungen und Vorwürfe, gehst zum Angriff über oder verteidigst und rechtfertigst dich. Und das alles wie ferngesteuert. Irgendetwas ist dir auf einmal viel wichtiger als der innere Friede,
den du dir vor wenigen Minuten noch sehnlichst gewünscht hast. Und von deiner unsterblichen Seele ist auch keine Rede mehr. Das Geschäft, das Geld, der Vertrag, der Verlust oder drohende Schaden sind wichtiger. Wem? Deiner unsterblichen Seele, von der du gesprochen hast? Nein, dem Ich, dem kleinen Ich, das Sicherheit oder Erfüllung in Dingen sucht, die vergänglich sind, und das unruhig oder wütend wird, weil ihm das nicht gelingt. Nun ja, immerhin weißt du jetzt die Wahrheit darüber, wer du zu sein glaubst. Wenn du wirklich Frieden willst, wirst du dich für den Frieden entscheiden. Wenn Frieden dir mehr als alles andere am Herzen läge und du wirklich wüsstest, dass du Geist bist und nicht das kleine Ich, würdest du auf schwierige Leute oder Situationen nicht blindlings reagieren, sondern absolut wach und bewusst bleiben. Du würdest die Situation sofort akzeptieren und dadurch eins mit ihr werden, statt dich von ihr zu trennen. Dann würdest du aus deiner wachen Bewusstheit heraus handeln. Was du bist, Bewusstsein, würde handeln. Nicht, wer du zu sein glaubst, ein kleines Ich. Dein Handeln würde kraftvoll und effektiv sein. Und du würdest dir weder eine Person noch eine Situation zum Feind machen. Die Welt sorgt stets dafür, dass du dich nicht lange selbst zum Narren halten kannst damit, wer du zu sein glaubst, indem sie dir zeigt, was wirklich für dich zählt. Wie du, besonders angesichts von Problemen, auf andere Menschen und auf Situationen reagierst, zeigt am besten, wie tief deine Selbsterkenntnis geht. Je eingeschränkter und egozentrischer dein Bild von dir selbst ist, umso eher wirst du auch nur die Ego-Begrenztheit, die Unbewusstheit anderer sehen, sie in den Mittelpunkt deiner Aufmerksamkeit stellen und darauf reagieren. Ihre sogenannten Fehler, beziehungsweise das, was du als Fehler wahrnimmst, werden zu ihrer Identität. Das heißt, du wirst nur das Ego in ihnen sehen und dadurch das Ego in dir selbst stärken. Statt das Ego der anderen zu durchschauen, schaust du es an. Wer schaut das Ego an? Das Ego in dir. Sehr unbewusste Menschen erfahren ihr eigenes Ego in dem, was ihnen von anderen zurückgespiegelt wird. Wenn dir klar wird, dass das, worauf du bei anderen reagierst, auch in dir ist, und manchmal nur in dir, beginnst du dein eigenes Ego bewusst wahrzunehmen. In diesem Stadium wird dir vielleicht auch klar, dass das, was deiner Meinung nach andere dir angetan haben, in Wahrheit du den anderen angetan hast, dann siehst du dich nicht länger als Opfer. Du bist nicht das Ego. Wenn du also das Ego in dir bewusst wahrnimmst, heißt das noch nicht, dass du weißt, wer du bist. Es heißt nur, dass du weißt, wer du nicht bist. Aber eben diese Erkenntnis, wer du nicht bist, räumt das größte Hindernis, wirklich zu erfahren, wer du bist, aus dem Weg. Niemand kann dir sagen, wer du bist. Das wäre nur wieder eine neue Vorstellung, würde dich also nicht verändern. Wer du bist, setzt keine Überzeugung voraus. Eine Überzeugung ist sogar in jedem Fall ein Hindernis. Es setzt nicht einmal deine Erkenntnis voraus, da du bereits bist, wer du bist. Doch ohne Erkenntnis bringt, wer du bist, kein Licht in diese Welt. Es bleibt im Nicht-Manifesten, was natürlich deine wahre Heimat ist. Dann gleichst du einem Armen, der nichts von seinem Bankkonto mit 100 Millionen Dollar weiß, dessen Reichtum also ein unrealisiertes Potenzial darstellt. Wer du zu sein glaubst, ist eng damit verbunden, wie du dich von anderen behandelt fühlst. Viele Menschen beklagen sich darüber, dass sie von anderen nicht angemessen behandelt werden.
Mir wird keine Achtung entgegengebracht und keine Anerkennung gezollt. Ich werde nicht richtig gewürdigt, sagen sie. Ich werde einfach als selbstverständlich betrachtet. Sind andere freundlich zu Ihnen? Vermuten Sie zweifelhafte Motive dahinter. Die wollen mich bloß manipulieren, mich übervorteilen. Niemand liebt mich. Wer Sie zu sein glauben, ist Folgendes. Ich bin ein armes, kleines Ich, dessen Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Diese grundsätzliche Fehleinschätzung Ihres wahren Wesens sorgt für Störungen in all Ihren Beziehungen. Sie glauben, dass Sie selbst nichts geben können und dass die Welt oder die anderen Ihnen vorenthalten, was Sie brauchen. Ihre ganze Wirklichkeit gründet sich auf ein fehlerhaftes Selbstgefühl. Es wirkt sich in jeder Situation, in jeder Beziehung nachteilig aus. Wenn der Gedanke, dass etwas fehlt, sei es Geld, Anerkennung oder Liebe, Teil deines Selbstgefühls ist, wirst du immer Mangel leiden. Statt das Gute zu sehen, das dein Leben dir bereits bietet, siehst du nur Mangel. Die Anerkennung des Guten, das schon in deinem Leben ist, ist Grundlage jeder Fülle. Tatsache ist, was immer die Welt dir deines Erachtens vorenthält, enthältst du der Welt vor. Du enthältst es ihr vor, weil du dich im tiefsten Innern für so unbedeutend hältst, dass du meinst, nichts geben zu können. Probier es einmal ein paar Wochen lang hiermit und beobachte, wie es deine Wirklichkeit verändert. Gib anderen das, was sie deiner Überzeugung nach dir vorenthalten. Lob, Anerkennung, Beistand, liebevolle Zuwendung und so weiter. Das kannst du nicht geben? Tu einfach so, als könntest du es, und es wird dir zufließen. Bald nachdem du zu geben begonnen hast, wirst du empfangen. Du kannst nicht empfangen, was du nicht gibst. Was hinausgeht, bestimmt, was hereinkommt. Was immer die Welt dir deiner Auffassung nach vorenthält, das hast du bereits. Aber wenn du nichts davon hinausgibst, weißt du nicht einmal, dass du es hast. Dazu gehört auch die Fülle. Das Gesetz vom Geben und Nehmen hat Jesus in einem sehr anschaulichen Gleichnis erklärt. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Die Quelle allen Überflusses liegt nicht außerhalb von dir. Sie ist ein Teil dessen, wer du bist. Aber beginne einfach einmal damit, die Fülle außen zu sehen und dankbar anzuerkennen. Sieh die Fülle allen Lebens rings um dich herum. Die Wärme der Sonne auf deiner Haut. Die Blütenpracht vor einem Blumenladen. Die saftige Frucht, in die du beißt. Oder auch die Regenfluten, die vom Himmel fallen und dich durchnässen. Die Fülle des Lebens ist auf Schritt und Tritt da. Die Würdigung der Fülle ringsum weckt die in dir selbst schlummernde Fülle. Lass sie nur nach außen fließen. Schon wenn du einem Fremden ein Lächeln schenkst, strömt ein wenig Energie nach außen. Du wirst ein Gebender. Frag dich möglichst oft, was könnte ich hier geben? Wie könnte ich diesem Menschen dienen, in dieser Situation von Nutzen sein? Du brauchst nichts zu besitzen, um dich reich zu fühlen. Aber wenn du immer ein Gefühl der Fülle hast, wird dir mit ziemlicher Sicherheit vieles zufließen. Fülle kommt nur zu denen, die sie schon haben. Das klingt ziemlich ungerecht, ist es aber nicht. Jesus drückt es folgendermaßen aus. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat.